So, es gab ja nun schon eine ganze Weile keine Aufnahme mehr und ich möchte mich vielmals dafür entschuldigen. Aber ich bin mit meinem Gaming-Rig ein bisschen umgezogen, das war leider notwendig. Und dann gab es noch die Vorbereitung für den Kanal-Trailer, das hat leider auch sehr viel Zeit gefressen. Aber jetzt bin ich wieder für euch da und wir machen weiter in 3, 2, 1, ab geht's! Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ich habe keine Ahnung, was wir beim letzten Mal gemacht haben, ehrlicherweise. Und ist mir auch egal, denn jetzt machen wir weiter. Wir wollen langsam mal die nächsten Tiers freischalten. Und dafür brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so viele Sachen. Ich habe da schon mal angefangen, hier so ein kleines Gebäude aufzubauen. Das ist noch vollkommen leer und das Obergeschoss hat auch noch keine Wände oder ähnliches. Weil ich auch keine Ahnung habe, wie viel Platz wir jetzt eigentlich im Endeffekt brauchen. Aber wir brauchen 2500 vierseitige Rahmen, die wir schon herstellen, die wir also von der Sache her hier schon einlagern könnten. Wir brauchen den modularen Motor. Dafür brauchen wir Gummi. Da habe ich jetzt schon mal für gesorgt, dass es auf jeden Fall schon mal in der Nähe von dem Gebäude ist. Und wir benötigen adaptive Steuereinheiten. Heute fangen wir an mit dem modularen Motor. Und ich bin gespannt, ob wir das so hinkriegen. Also wir können die Dings direkt anliefern. Das Gummi, das ist überhaupt kein Problem. Mit 15 pro Minute kein Ding. Dann haben wir dieses adaptive Plating oder wie das hieß. Das hatten wir ja schon in einer der ersten Stufen vom Weltraumlift. Könnten wir jetzt nochmal herstellen. Ich überlege tatsächlich, ob ich es anliefern lasse, weil das ist so ein Werkstoff, den brauche ich nie wieder. Die brauchen wir nicht zum Bauen, nicht zu nischen, die brauchen wir nur im Lift. Den holen wir einfach aus unserem Zentrallager raus. Da legen wir uns ein Förderband drüber. Und von der Sache her müssen wir eigentlich nur Motoren herstellen und nachher natürlich den Fabrikator für den modularen Motor. Mal schauen, vielleicht fangen wir dann heute sogar schon. Uha. Uha. Vielleicht fangen wir da schon die adaptive Steuereinheit an und die ist schon wesentlich beschissener. Wir brauchen tatsächlich Platinen, wir brauchen schwere modulare Rahmen, was mal die Pest ist. Wir brauchen nochmal Computer, was auch die Pest ist. Und die adaptive Verkabelung ist, meine ich, auch, oder modulare Verkabelung, wie sie heißt, müsste tatsächlich auch schon einmal produziert worden sein. Für einen Weltraumlift brauchen wir auch nicht weiter. Sprich, das können wir auch zuführen. Das heißt, wir führen nachher zu die Platings und ja. Eigentlich nur die Platings, ne? Doch, ne, die Platings und die, na, die Verkabelung. Okay, wir fangen wahrscheinlich mit dem leichteren der beiden an. Ich sehe schon kommen, das Gebäude wird auf keinen Fall reichen. Das Gummi wird nachher kommen von hier hinten. So, und geht dann hier. Das heißt, hier machen wir das abschließende Ding. Wir gucken mal. Modularer Motor haben wir noch. Okay, die Platings holen wir rüber. Das Gummi kommt an. Das heißt, wir müssen eigentlich erstmal nur Motoren erzeugen. Und hier kann der Fabrikator rein, der hier natürlich nicht reinpasst. Super gut. Ich bin jetzt schon genervt. Der Müller hat wieder zu klein gebaut. Was für eine Scheiße. Okay, dann gucken wir erstmal, was wir für die Motoren brauchen. Das geht so tatsächlich schneller, als wenn ich da jetzt Rotoren vorher und Statoren. Ach, da hatten wir doch eigentlich eine ganz schicke Anlage mal für gebaut. Und das wird aber alles ein bisschen größer. Da schauen wir mal einmal. Ich glaube, die Wand hier reiße ich wieder komplett raus. Die hatte ich eigentlich nur wegen dem Fitzel hier hingesetzt. Und damit verdecke ich eine etwas unschöne. Oh, ist schon wieder dunkel hier, ne? Nicht. Licht will ich. So. Damit verdecke ich eigentlich nur, dass diese Pflanze da ein bisschen durchglitscht. Aber ich wollte das hier so ein bisschen erhalten, um ja, einfach die Optik ein wenig zu wahren. Gut. Weiter geht's. Was brauchen wir zuerst? Wir fangen mal mit den Rotoren an. Dafür brauchen wir 10 Stück. Rotor. Eisenstangen und Schrauben. 20 und 100.
Na, oh, ich habe echt lange kein Satisfactory mehr gespielt, merke ich gerade. Das ist ja äußerst unschön. Wie werden das nachher? Wo führen wir das denn hoch am besten? Ne, wir müssen ja ins nächste Stockwerk, weil das hier ja so ein bisschen ausgelastet ist. Ich glaube, wir können hier ganz easy ran. Oh, ich bin echt raus, meine Fresse. Mach mich gerade selber ein bisschen fertig. So müsste passen. So passt. Okay. Hier fangen wir mit dem Rotor an. 20 Eisenstangen, 100 Schrauben. Zack. Eisenstangen ist ja relativ easy. Jetzt kommt übrigens auch von hier gleich. Was steht hier eigentlich so? Aber da hätten wir auch noch ein bisschen Puffer, ne? Ich glaube, das wird nicht ausgeschöpft. Das gucken wir mal einmal nach. Vielleicht können wir das tatsächlich von dem Band hier noch wegnehmen. Hier steht's. Da steht's so halb. Ah, die könnten ein bisschen mehr gebrauchen, sogar, wie mir scheint. Kümmern wir uns erstmal um die Ressourcen. Wie ist denn hier die Auslastung? Braucht ihr alles, was ihr kriegt? Läuft Bombe, würde ich sagen, ne? Das heißt aber auch, wir können da nichts mehr wegnehmen. Und hier ist viel zu viel drauf. Aber okay. Macht nichts weiter. Das heißt, wenn wir das Band hier noch ein bisschen aufstocken, können wir das von dem hier einfach wegnehmen. Wir müssen mal schauen, wie viel wir dann am Ende brauchen. Wenn wir natürlich eine ganze... einen ganzen Belt brauchen, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Okay. Fangen wir da erstmal an mit ein paar Schmelzen. Brrrt. Na, wo haben wir sie? Wie dumm. Da. Schmelze. Wir gehen auch... gehen wir direkt bis an die Wand ran. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Niemand weiß das so genau. Vor allem gehe ich nicht ganz ans Tor ran. Das ist ja mal irre ätzend. Ach, da fängt der Müller ja gleich wieder an, eng zu bauen. Herrlich. So, machen wir Eisenbahn draus. Da kommen 30 pro Minute raus. Wie viele Konstruktoren können wir damit füttern? Und schon ist mir das hier zu eng. Wir nehmen hier auch nochmal ein bisschen was weg. Wir nutzen so viel Platz wie möglich. Super, ich gleich wieder Kisten umliegen. Ich habe letztens übrigens über 200 Kisten mit der interaktiven Map da rausgeholt, mit dem Calculator. Kommst eigentlich rüber, das macht mich sonst fertig. Das macht mich ja sonst irre fertig. So. Und dann können wir das Ganze nämlich, oder gehen wir einfach hier rüber. Wir nutzen hier hinten den Platz. Das ist besser. Ja. So, einmal eine Schmelze. Die dann erstmal für unsere Eisenstangen sorgen wird. 20 brauchen wir. Ich glaube, die haut ein Konstruktor doch schon raus, oder? Eisenstangen haut raus 15. Natürlich. Und braucht auch 15. Du haust raus 30. Das heißt, wir kriegen die beiden locker versorgt. Das ist erstmal in Ordnung. Förderbandsplitter. Haben wir easy peasy hier hin. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ein nach da und du bekommst von da und gibst das nach da weiter. Und dann juckeln wir das hier gleich rüber. So, dann haben wir in jedem Fall schon mal die Eisenstangen. Und dann brauchen wir noch 100 Schrauben. Wir müssten ja 15 übrig behalten aus dem Bild, den wir jetzt haben. Wie viel kommen denn hier raus? Natürlich sitzt er nicht mittig. Nimm doch die Leitlinie, Müller. Nimm doch die Leitlinie. So, hier kommen raus. Du machst Eisenstangen. Und zwar 15. 15 Stück kommen raus. Ey. Und wir wollen hier machen Schrauben. Produziert nur 40. Das heißt, wir brauchen davon 3 Stück. Das heißt wiederum, wir brauchen noch 2. Und kommen dann tatsächlich sogar mit, einer weiteren Schmelze hin. Ja, doch, ja, doch, ja, doch, ja. Kommen wir. Aber nicht so. Nicht in dem Aufbau zumindest.
denn wir führen jetzt erstmal alles zusammen hier. Und legen den Spaß dann ein weiter nach vorne. Komm mal hier. Das kommt alles hier hin. Das heißt, wir brauchen am Ende insgesamt 4. Das heißt, wir gehen hier einmal mittig ran. 1, 2, 3. Weg damit. Und die 4. Zap, zap. Hauen hier einmal einen Fusionator hin. Logistik ist schon richtig. Fusionator, der kommt einmal hier in die Mitte. Oder? Nee. Der kommt einmal hier hin. Und dann brauchen wir Splitter. Wieso kann ich den nicht... Ach, das ist ein intelligenter Splitter. Den brauchen wir natürlich nicht. Das ist ja Quatsch. So. Ein hier. Ein hier. Ein hier und ein hier. Bin ich verrutscht? Ich bin verrutscht. Ach komm schon. Immer das Gleiche. So. Jetzt sitzt das aber besser. Zugang bitte von da. Vielen Dank. Das sitzt und das sitzt. So, dann kannst du... Nee, bitte einmal schön sauber rum. Danke. Danke. Und das müsste sauber... Ey. Sehr schön. Alles sauber. Fein, 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 fein. Alles sauber und gerade. So, genau so wollen wir es haben. So, ich suche mir auch wie immer hier meine ganz eigenen Herausforderungen, indem ich irgendwie ein blödes Gebäude vorbaue und das darin erst aufsplitte, aber okay. Lass den Müller doch mal dumm sein. 15. 30. 45 und 60 mit einem Bedarf von auch 60 und ihr haut raus 60, sehr schön, passt genau. Okay, das heißt, das ist alles fertig. Jetzt können wir den Kram hier wahrscheinlich wieder aufheben. Dann bleibt wieder... Ach, leck mich doch, leck mich doch. So, jetzt machen wir das folgendermaßen. Jetzt nehmen wir das erstmal hier alles wieder zusammen. Feder und Fusionator setzen wir gleich hier an. Und dann versuche ich das mal mit intelligenten Splittern zu lösen, wofür wir dann erstmal nochmal einmal fix Bauteile brauchen. Aber das ist halt so. Halb so wild. Zack. Zack, können wir hier. Ja, haben wir. Gut. Na komm. So. Hier haben wir die 60 zusammen. Das heißt, der jagt die nicht hier raus. Das ist doof. Den setzen wir nochmal einmal um. Damit der das nach hier rausballert. Ja. Dann kriegst du einmal von hier und von hier. Und hier werden wir uns dann nämlich einen intelligenten Splitter einmal hinsetzen. Wofür wir einmal fix die intelligenten Hyopaister brauchen. Die haben uns ja schnell organisiert. Ja, das Ganze ist ein bisschen gewachsen und wird auch immer schicker hier, wie ich finde. Ne? Auch, dass wir da jetzt wieder ein bisschen weitermachen, finde ich ganz schick. Und ich wollte einfach da unbedingt die haben, weil das einfach die Teile für den Weltraumlift sind. Und es macht keinen Sinn, die am Arsch der Heide zu produzieren, denn die rüber zu schicken. Also habe ich mir gedacht, bauen wir da erstmal aus und da hinten kommt dann der coole Rest. So, was brauchte ich denn jetzt? Genau, intelligente... ne, hier, KI-Begrenzer. Die scheiß Dinger. Ja, scheiß auf eingeschlagen. Komm. Einmal weg damit und ab geht's. Dann wieder nach oben. Das Blöde an den ganzen neuen Hypertubes ist, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich hier rein muss. Ich mache einfach mal auf Glück die hier. Mal gucken, wo ich hinkomme. Achso, die richtige. Das ist ja der Shit. Das ist ja der Shit.
Ja, was auch noch zu sehen ist, neuer Arbeitsplatz und ja, Beleuchtung ist noch so ein bisschen. Nee, nee, geht so, ne? Licht ist tagsüber ganz cool hier, aber ich nehme nun mal meistens abends auf und da ist das leider schon nicht mehr so ganz der Fall. Aber okay, ich glaube, es ist zu verkraften, oder? Es ist. Ich habe sogar einen Schatten. Ey, was will man mehr? So, intelligenter Splitter. Der kommt einmal hier hin. Und dann kommen nochmal Förderband. Wie viel? Drei Schrauben braucht ich, ne? Krieg ich die hier hin? Eins, zwei, nein, natürlich nicht. Du gehst mal nochmal weg. Aber so lang könnte ich es bauen. Und dennoch da. Schaffen wir das irgendwie platzmäßig? Wir gucken mal einmal. Konstruktor. Eins, zwei, drei. Müssten wir 120 Schrauben. Ja, genau. Sehr schön. Das ist ja Wahnsinn. Zack. Und dann kommen da die Splitter nämlich aber hin. Brrr, wo haben wir sie? Da, also. Förderband Splitter. Du kriegst von hier. Und kriegst dann von da, genau. So, so, so. Zack. Na komm. Dahin. 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 Man hätte zwei getrennte Anlagen bauen können, aber halte ich einfach für Quatsch. Wofür hat man diese schönen Dinger hier? Und du gibst das dahin. So, mittlerer Ausgang geht raus. Eisenstangen. Und die lassen wir jetzt nämlich erstmal komplett volllaufen im Manufaktor. Und erst dann, wenn das voll aufgeballert ist, hauen wir links, oder nicht? Oder doch, oder nicht? Ja, und hauen dann links den Überschuss raus. Ne? Das heißt, erst wenn mehr anfällt, als wir brauchen können, werden die versorgt. Die produzieren dann eigentlich durchweg genug. Und dann sollte das cool passen. Och komm, ehrlich. Oh, ich kotze. Ich kotze. Ja, einige werden wieder hören wollen, ich kotze im Strahl. Nein, sage ich jetzt nicht mehr. Hatte Kami drauf hingewiesen. Ich kotze ganz viel im Strahl. So. In jedem Fall haben wir dann, wenn das hier erstmal alles soweit ist, kriegen wir den hier mittig hin. Ja. Der ist, glaube ich, genau zwei Plattformen lang, wenn ich mich richtig erinnere. Nur gucken, dass er hier mittig sitzt. Ja. So, das heißt, du kriegst die hier. Na, natürlich nicht. Na, passt das? Nee. Mist. Einmal so. Und dann passt's. Von hier kriegst du Rotoren. 2000, genau. Passt alles gut. Von daher kriegst du die. Und hier müssen wir die noch zusammenführen. Fusionator. Zack. Ja, ihr könnt mal übrigens in die Kommentare hauen, wie euch der kleine Brückenbau-Contest zwischen Yoshi und mir gefallen hat. Was ist denn hier los? Ne, ich habe ja davon dann doch nur den Timelapse hochgeladen. Was ist? Manne! Nicht Splitter, Fusionator. Es ist schon wieder zu spät. Ich sollte schon wieder nicht mehr spielen. Ich sehe das schon kommen. Ne, hier kommt wieder nur Bullshit bei raus. Ich sag's euch. Meine Güte. Ich hatte überlegt, die ganze Folge zu posten, aber irgendwie. Nö, fand ich das so wie es war eigentlich ganz cool. So, jetzt einmal gucken.
Ne, weil diese Tarn jetzt einfach cool ist. Und wenn ihr sagt, ey, cool, fand ich gut, dann werde ich davon zukünftig definitiv viel, viel mehr machen. Weil ich selber finde die geil. Also ich werde die wahrscheinlich sogar so ein bisschen mehr machen. Einfach, weil die auch international geguckt werden können. Ne, um die Zuschauerschaft ein bisschen zu verbreitern. Das ist jetzt zu weit, das war zu weit. Müller, laber weniger, konzentriere dich mehr. So. Und weil ich es tatsächlich auch irre cool finde, ne? Also ich stehe da so übel drauf, wie der Scheiß dann einfach so da durchläuft, finde ich irre genial. So. In jedem Fall haben wir jetzt schon mal Rotoren. Wofür braucht man Rotoren? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Genau, für den Fabrikator am Ende. Modularer Motor. Genau. Für die Motoren, die wir jetzt nachher stellen müssen. Okay. Was? Wie viel braucht denn der Motor? Wir gucken mal gerade. Nicht Rotor, Mann. Stator, Motor. 10 Rotoren brauchen wir. Wie viel? Hier stellen wir doch wahrscheinlich nicht annähernd genug her. 4. Ja, Müller, hättest du mal besser gucken sollen, ne? Hättest du mal besser gucken sollen. Wir brauchen davon jetzt eigentlich noch 2,5. Na, ist ja irre. Boah. Bin ich schon wieder genervt, ne? Man hätte auch mal genauer hingucken können. Ich Idiot. So eine Scheiße. Und den modularen Motor... Vor allem sollten wir mal gucken, wie viel modulare Motoren wir brauchen. Bauen wir hier so einen Fabrikator. Wieso? Kein Plastik da? Echt jetzt? Es wird beschissener und beschissener. Super gut, ne? Abends Let's Plays aufnehmen. Geilste Idee ever. Ohne Scheiß. Da gönne ich mir erstmal einen Schluck wohltuende Brause. So, schön und professionell, wie sich das gehört bei mir auf dem Kanal. Nehme ich gleich noch einen zweiten Schluck. Weil ich schon wieder so irregal genervt bin. Super. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich noch 3 so eine Teile hier oben drauf klatschen. Das wird ja ein Riesengebäude. Super toll. Die Frage ist, mache ich das so? Also, da das Gebäude ist, wie es ist und ich das einfach auch nicht größer kriege, mache ich das tatsächlich. Ich habe da eigentlich gar keine andere Wahl. Das wollte ich erhalten, das bisschen Grün hier. Das Grün nicht unbedingt. Aber ich möchte ja auch eine Treppe hoch haben. Das heißt, ich baue hier, glaube ich, wieder ein Türmchen. Ja, mache ich. Fangen wir damit an. Bauen wir ein bisschen Dekokram. Einfach, weil es mich gerade so irre nervt. So. Gucken wir mal einmal. Okay, stimmt. Das ist schon mal in Ordnung. Eigentlich können wir das hier ein bisschen weltoffener bauen. Nehmen wir es mal so. Nehmen wir die? Ja. Ne, warte mal. Wartet mal. Ich hatte hier drüben noch schon angefangen. Oh Gott. Das war die Brause. Ja. Finde ich mich selber eklig. Ist ja unglaublich. Welche hatte ich denn hier genommen? Ach, die. Sehr schön. Dann passt es ja. Nee, dann bauen wir hier jetzt nämlich so ein schickes Türmchen hin, das uns da nach oben bringt. Aber die Optik trotzdem so ein bisschen offen hält und nicht wieder so klein und schwubbelig ist. Schwammelig, eklig, geht gar nicht. So, sind hier 3 hoch. Das heißt, das nächste wird auch 3 hoch. Und dann bauen wir hier nämlich einfach. Zack. Quatsch, wir müssen noch... So, und jetzt kommen die erst.
Sonst sind wir 1 zu niedrig. Das klappt ja so nicht. Das heißt, hier wird am Ende so ein relativ großer Turm stehen, der das Ganze aber so ein bisschen miteinander verbindet und trotzdem freistehend ist. Das finde ich eigentlich ja ganz cool. Lockert den gesamten Bau einfach ein bisschen auf, ne? Das brauche ich jetzt gar nicht. So, wo fange ich denn mit der Treppe an? Am besten auf der Ecke. Jo. Oh, ich liebe diese Teile. Ehrlich. Ich kann mir kaum was Schöneres vorstellen. Oh, da sitzt der tatsächlich mal richtig. Ich werde verrückt. Zack. Und ab nach oben. So weit ist es ja nicht. Aber wir kriegen ja noch ein paar mehr Stockwerke ran. Von daher... machen wir tatsächlich... Machen wir das so? Einfach da vorne anfangen wäre eigentlich schöner. Ja. Das wäre die sauberere Lösung einfach. Denn... Dann können wir da oben nämlich außen den Weg... Echt jetzt... Oh, bitte, ey. Ja, Wochenende war ich ja bei den Satisfactory Tipps zu Besuch und habe da ein bisschen mitgespielt, habe da auch meinen Kanal-Trailer vorgestellt und ich habe so ziemlich die gleiche Aussage von ihnen bekommen wie von euch, dass ich eigentlich nur auf Fluchen und Schimpfen bin und doch bitte ein bisschen auf meine Sprache achten sollte. Feststellung, ich fluche, wenn ich Englisch spreche, genauso viel. Das ist wirklich besser. von daher... Wenn es zu viel wird, weist mich weiter darauf hin. Ansonsten werde ich es, glaube ich, nie lernen. Und bin damit jetzt aber auch nicht unzufrieden. Also gibt Schlimmeres, als ein bisschen zu fluchen. Finde ich zumindest. Aber okay. Ne, wenn der Stream nicht ab 18 ist und man mit einem Fuck nach dem anderen um sich wirft, ist das vielleicht nicht unbedingt gern gesehen. Kann ich verstehen. Ne, bevor man da eine Twitch-Rüge bekommt... Weist man doch mal die Leute freundlich darauf hin. Keule, so geht's nicht. So, dann sind wir schon mal hier. Zweiter Stock. Moment. Hier ist das. Kann ich hier irgendwie Fundamente setzen? Nee, brauche ich aber auch nicht. Boah, ich muss noch ein ganzes Ende höher. Da können wir dann nochmal ganz easy hochgehen. Eins. So, so sind wir drei Stück hoch. Und, oh ne, da kommen schon wieder die nächsten Türen. Ja, tatsächlich. Drei Fundamente hoch, nächste Tür. Für den Ausgang zum nächsten Stock. Das ist ja abgefahren. Ich gehe jetzt richtig fix. Hä, bist du doof? Die da. Aber hurtisch. Nein. Zack, zack, zack. Und dann sind wir da, und dann sind wir da, und dann sind wir da. Und dann können wir hier schon die Wände wieder rausklatschen. Denn wir brauchen mindestens drei Stockwerke auf dem Teil. Und dann haben wir tatsächlich sogar... Das war interessant. Ups. Und dann sind wir tatsächlich erst so weit, dass wir Teil der Produktion fertig haben. Ich sehe es schon kommen. Die ganze Produktionsanlage wird weit größer, als ich erwartet hätte. Ich glaube, ich werde es in zwei oder mehrere Gebäude aufteilen. Dies macht sonst wenig Sinn. Okay. Jetzt aber erstmal nach hier. Wir bleiben auf dem Stockwerk hier. Organisation. Dann kommt das gute Stück hier rüber. Zack und zack. Zack und zack. Und dann bin ich doch schon mal wieder ein bisschen ruhiger. Was den Bau von dem Scheiß da unten angeht. So. Dann klatschen wir hier nochmal das hin, was wir da unten auch schon hingeklatscht haben. Oh doch, das ist mit dem cool. Turm finde ich cool. Ich glaube, das gefällt mir so. Klatschen hier schon mal den ganzen Schlag Wände hin. Damit ich auch sehe, wie es aussieht am Ende. Und eigentlich würde ich mir hier gerne so ein Guckloch reinbauen. Um einfach den Aufbau von hier nochmal sehen zu können. Ja, mal einfach so. Muss ich nicht ständig wieder runterrennen. Boah, das ist ja verwirrend hier. Boah, wie hoch wird das Gebäude eh? Allein die drei Stockwerke sind ja schon riesig. Dann habe ich noch keine Statoren hier stehen. Das
sind denn nur die Rotoren? Hilfe. Das wird zu groß. Ne, da kommen andere Wände hin. So, machen wir gleich die Wände fertig, wenn wir schon bei sind. Drauf geschissen. Ich glaube, ich brauche tatsächlich ein gesamtes, ein volles. Ja, so geht's doch auch, oder? Hälfte der Zeit ist rum, Müller ist einmal durch die Gegend geflogen, herrlich. Nein, nicht nochmal. Ah, Müller, du bist so herrlich dämlich, ey, das ist unglaublich. Ach ja, kann man so machen, ist dann aber blöd, ne? Ihr kennt den Spruch. So, haben wir erstmal die Wände hochgezogen und dann klatschen wir hier nochmal genau das gleiche Ding hin. Weil ich ja so kreativ bin. Was ehrlich jetzt? Ich habe keine Eisenplatten mehr. Brauche ich die hierfür? Nö. Aber ich brauche die, wenn ich hier Förderbänder bauen will. Verdammt! Egal. Wir fangen mit den beiden an. Eine Platte weg. Okay. Die kommen. Na. Hier hin, dann kommt der. Ja, ich brauche Eisenplatten. Das lösen wir mal wieder ganz elegant mit einem. Und da bin ich wieder. So schnell kann es gehen. So, ich habe wieder Eisenplatten. Und war nebenbei tatsächlich noch eine rauchen. Für die Kinder unter euch, scheiß Angewohnheit, lasst das bleiben. Kostet einen Haufen Geld, macht euch den Körper kaputt. Und ist einfach nicht schön. Stinkt auch ekelhaft. Und eure Kinder werden es euch irgendwann danken, wenn ihr es nicht macht. Und bin dabei auf ein paar Sachen gekommen. Zum einen werden wir den Bild nochmal ein bisschen abändern. Beziehungsweise nicht wirklich abändern, aber eine Kleinigkeit werden wir ändern. So, den dahin. Dann hatten wir 4 Konstruktoren. Ein bisschen weiter, nämlich hier. Und das werde ich euch gleich zeigen, wenn wir die Reihe hier fertig gebaut haben. Ich werde das nämlich mit dem intelligenten Splitter ein bisschen anders lösen. Aber dazu kommen wir gleich. So, dann brauche ich einmal die hier. Das geht jetzt alles zum Glück ein bisschen schneller. Wenn der Müller nicht wieder alles verkackt. So. So. Und so. Zack, alles zusammen. Man kann mir übrigens gerne vorwerfen, dass das mit den Mark IV Bändern hier alles völlig überdimensioniert ist. Und ihr habt vollkommen recht, ich könnte kleinere bauen. Aber das liegt ganz einfach daran, dass ich keinen Bock habe, 10 Millionen Materialien mit mir mitzuschleppen und dann immer gucken zu müssen, was ich jetzt gerade brauche. So, da haben wir 4. Okay, das ist soweit bis hier fertig. Dann fusionieren wir das Ganze hier hinten einmal. Hab ich auch nochmal ein schönes Loch. Zack, wir gucken mal einmal rein. Da wird es fusioniert und dann nach da weitergegeben. Okay. Das ist schnell gemacht. Wenn man erstmal den Bau drin hat, ne, ist wie immer, dann geht das alles rucki zucki. Na, dahin soll es weitergereicht werden. Dahin soll es weitergereicht werden und von hier aus geht es nach da. So, das Ganze hier ran und daran und daran und daran. Und dann haben wir hier den intelligenten Splitter, wenn ich mich nicht irre. Zack. Der sitzt der mittig. Oh, ich habe falsch gebaut, sehe ich gerade. Ich habe den Bild ein bisschen abgeändert. Das macht aber nichts. Ne? Das liegt einfach daran, dass ich diese Kuhle nicht drin habe. Okay. Machen wir trotzdem so weiter jetzt, wie es ist. Ne? Haben wir hier halt das Ganze ein bisschen weniger. Passt das mit dem? Ja, wird schon passen. Das hat zu passen. So, fertig aus Ende. So, du kriegst von da und gibst nach da und dann kommen hier nochmal Splitter relativ direkt daneben. Das wird jetzt hier ein bisschen weniger eng, als es eben noch war. So, und dann kriegst du von hier und der Rest ist dann wieder identisch. 1, du kriegst von da. 2, Flamme hier. 3, ne? Ja. Zack. Machen wir erstmal die. Einfach, weil es besser geht. 1, 2 und zack, 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 3. Dann den daneben, der dann von da bekommt. Sehr schön.
Und dann kann der ganze Scheiß zusammengespackt werden. So, so, so. So, jetzt alles hier sehr, sehr hurtig schnell. Und hast du nicht gesehen? Nee, von da nicht. Ja. Ich sollte schön sauber nacheinander bauen. Einen Schritt nach dem anderen, ne? Das hilft ungemein, sonst hängt hier irgendwas nachher doch und dann stehe ich da wie Fuchs in der Brombeeren. So, das ist unser intelligenter Splitter. Dann haben wir das fertig. Dann kommen jetzt Fusionatoren da hinten wieder ran. Zack, die von überall kriegen und das nach da weitergeben. Sehr schön. Damit schön auf einer Linie. Ach, eigentlich herrlich. Eigentlich ist der Bild ganz cool. Ne? Ich war erst echt unzufrieden damit, aber er gefällt mir am Ende doch ganz gut. Eigenlob stinkt, aber das kann ich am besten. Ne? Bisschen Arroganz gehört dazu. So, dann kommt hier wieder ein Fusionator hin. Wie hatten wir den hier gesetzt? Wir kicken mal einmal, so dass da schön rumlaufen kann. Das heißt, ist hier hinten auf der Ecke. Oh Gott, oh Gott. Wieso? Ah, ja, jetzt haben wir hier das Problem. Okay. Aber auch das kriegen wir halbwegs anständig gelöst, sodass wir vorbeikommen. Wir gehen hier oben eh nicht mehr rein. Aber wir haben eine Tür von da. Naja, egal. So. Jetzt spuckst ihr nach... Na, du sollst da andocken. Geht doch. So, können wir sauber hier hinten lang führen. Gucken, dass wir eine gerade Kurve haben. Ah, seht ihr? Schon wieder ein Fehler. Das ist Blödsinn, denn erst kommt der Kram von hier. Geht bis hier. Und dann einmal so, dann sind wir gerade drin. Und dann bauen wir nämlich einmal wieder von hier lang. Damit das passig anschließt. Das hätten wir so. Einmal gerade rüber. So, dass wir nach Möglichkeit zack da sauber rankommen. Okay. So, jetzt gilt es noch, den Splitter wieder zu programmieren. Und da werden wir jetzt eine Sache nämlich anders machen. Wir werden den normalen Ausgang, also den linken Ausgang, da werden wir nach links nämlich die Eisenstangen wegballern. Und der mittlere ist der Überschuss. Ganz einfach aus dem Grund, wir nehmen hier viel weniger Eisenstangen ab als da. Und hier ist nochmal ein Produktionsschritt zwischen. Das heißt, da muss die Kapazität eigentlich so hoch wie möglich sein. Ne? Das heißt, die müssen die ganze Zeit durchlaufen. Alles, was dann kommt, hauen die hier sowieso so schnell raus, dass es relativ locker hier abgeführt werden kann. Ne, und wir dann schnell die Eisenstangen da reinkriegen, die wir auch haben wollen. So, Punkt 2 ist, wir wollen das Ganze noch ein bisschen effektiv gestalten. Ne? So, ihr haut raus die Eisenbarren, und zwar 60 Stück insgesamt. Ihr macht daraus Stangen, und zwar 30 und 60. So. Von denen wir 20 hier brauchen, wenn ich mich recht erinnere. Rotor. Yep. Und hier brauchen wir insgesamt nur 100. Das heißt 40 und nochmal 40. Und der muss dann nämlich nur auf 50% laufen. Gut, das setzen wir einmal runter. Und dann brauchen die hier insgesamt 10, 40, 50. So, wir produzieren hier aber 60, das heißt, wir können nämlich den letzten, den wir auch gleich ein bisschen runtertakten. Der braucht dann nur 5 produzieren. Ach komm. Genau, 5 pro Minute. Läuft auf 33%, hat klar. Nee, das will ich nicht. So ist. Ja, 5,1 ist in Ordnung. So, das heißt, wir hauen hier jetzt insgesamt 15, 30, 45, 50 raus, 20 gehen nach da, 50 werden hier gebraucht. Quatsch. 10, 20, 30 werden hier gebraucht. 30 nur? Tatsächlich. 30 bei volle Lotte und einer auf der Hälfte, nämlich der letzte, braucht dann nur 5, also 25. So, 25 hier und 20 da macht 45. Die produzieren jetzt 60. Bin ich doof?
ihr braucht, ihr produziert 45,50. Und wir brauchen 20 und 25, also 45. Das heißt, wir hätten uns einen sparen können. Wir können uns einen komplett sparen, nicht doof. Wie komme ich denn jetzt auf den Trichter? Was denn hier passiert? Wir brauchen nur 45. Das ist ja... Hui, schön. 10, 20, 25, 45. Das heißt, 3 reichen völlig. Das heißt, wir können uns den Schritt hier tatsächlich sparen. Das heißt, das kommt alles weg. Zack, zack, zack. Das löse ich dann nochmal anders. Dann kommt nämlich hier. Nee, das muss so bleiben. Das klappt sonst nicht. Das wäre sonst dumm. Dumm, 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 dumm. Das machen wir weiter so. Nee, das bringt uns hier alles durcheinander. Zack. Du daran. Du daran. Okay. Wir begnügen uns mit denen, die wir haben. Und gehen jetzt einmal sauber hier ran. Das gleiche werden wir unten auch nochmal korrigieren. Und dann muss nochmal eine Etage drauf, wo dann nochmal der gleiche Apparat steht. So. Aber wir gehen jetzt erstmal einen nach unten. Oh, ruckel, ruckel, ruckel. Ich habe übrigens, bin wieder auf 1920x1080 runtergegangen mit der Auflösung. Einfach, weil mir das mit der Verarbeitung, dass es so ewig dauert, ging mir auf den Sack. Und... So, das mal weg. Und die Performance leidet ein bisschen sehr. Und zudem habe ich gerade das Problem, dass meine IO so ein bisschen den Arsch hochreißt. So, hier ändern wir das aber auch noch. Eisenstangen. Und ich ein bisschen Hitzeprobleme habe und DHL aktuell nicht so geil ist mit Liefern. Macht wenig Spaß. Egal, ich brauche einen neuen Kühler und der ist noch nicht da. Und deswegen muss ich jetzt erstmal ein bisschen mit meinem Hitze haushalten. Ein Grund mehr, dass ich das hier ein bisschen runterschraube. Und ich hoffe, wenn der neue Kühler da ist, ist die Performance auch wieder schöner. Und ich kann es auch wieder in der höheren Auflösung hier anbieten. Aber wir werden mal schauen, wie es läuft. Ne? Nach und nach wird jetzt ein neuer Kühler und dann mal kicken. Gut. Wir haben 2 Etagen fertig. Guck mal, für die erste haben wir eine halbe Stunde gebraucht, für die zweite 10 Minuten. Das ist doch herrlich. So, die dritte Etage tue ich euch jetzt tatsächlich nicht nochmal an. Ne, die werde ich jetzt gleich ein bisschen mit Schnittmagie fertig machen. Was haltet ihr davon? Hm? Guck mal, ich setze hier überall schon mal die Fundamente und setze auch mal die Mauer mit euch dran, damit wir das alles nochmal gesehen haben. Und dann brauchen wir das Ganze nicht nochmal an. Dann kommen wir nämlich zur nächsten Sache, die ich mir überlegt habe, während ich ungesunde Sachen mit meinem Körper angestellt habe. Aber ey, ist ein anderes Thema. Anderes Thema, anderes Thema. Wir machen erstmal den Spaß hier fertig. So. So, so, so. Ich hätte diesen Schacht hier auch durchziehen können. Da hätte ich schön die ganzen Förderbänder zusammenführen können, ich Idiot. Fällt mir gerade mal so ein. Wenn ich den Bild wirklich ganz identisch gebaut hätte, wäre das eigentlich eine coole Sache gewesen. Und da... Ach komm, jetzt fehlt auch Beton. Na egal. Das brauchen wir immer so viel, wenn man das baut, ne? Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach hier Schnittmagie und dann ist gleich eine Etage oben drauf. So, das gute Stück steht jetzt endlich. Wir sind hier auf 3 Stockwerken mittlerweile. Aber bevor wir weitermachen, kleine Hinweise, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst doch ein Like da, lasst ein Abo da. Tut keinem weh, außer ihr habt einen Krampf in der Hand oder sowas. Und ich würde mich freuen, wenn ihr hier öfter mal zu Besuch kommt. So, war eine ganz kurze in der Mezzo. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir zu meiner Idee, die ich vorhin schon angekündigt hatte. Wir werden aus dem ganzen Teil hier einfach mal den ersten Fabrikkomplex machen. Ne, normalerweise haue ich ja immer alles in ein Gebäude. Jetzt würde ich das einfach mal so machen wollen, dass ich hier 2 Gebäude draus mache. 3 sogar. Ne, einmal hier werden die Rotoren hergestellt. Dann wird hier neben noch ein Gebäude kommen, wo die Statoren hergestellt werden. Das Ganze wird dann hier zusammengeführt und macht daraus easy peasy ein paar Motoren. Was? Da haben wir es.
Ne, der stellt auch gleich 5 her, das reicht schon völlig, um den Fabrikator hier am Ende fertig zu machen. Der haut da raus, dann brauchen wir den mal bitte hier. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Das Ganze hier einordnen ist ja immer so eine Sache. Dann gucken wir mal, dann sitzt das natürlich scheiße. Okay, das funktioniert so nicht. Ne, bisschen schicki soll das Ganze ja auch aussehen. Und ich glaube, kriegt man den hier sauber irgendwie so mit 3 Foundations? Mal. Ja, das haut doch fast hin. Aber auch nur fast. Das geht hübscher. Also, ich wollte hier direkt in die Mitte. Ne? Ich habe ja hier überall nochmal so eine Foundation runter. Das heißt, da ein Weg und da ein Weg. Und dann ist die Mitte. Hier, oder? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, das wäre die Mitte. Ach, wisst ihr was? Ich setze den hier einfach sauber an die Foundation ran, dann wird es schon passen. So, ist hier hinten alles glatt. Wir können hier zumachen, das Gebäude am Ende. So, hier wird der ganze Zeiss zusammengefuddelt. Ich werde ihn, glaube ich, so setzen, dass er hier sauber rein liefern kann, einfach. Genau. Und dann so auf der Höhe. Kommt das? Nee, das ist scheiße. Das ist mies. Der muss weiter nach hinten. Das heißt, dann sind wir ungefähr hier, wa? Jetzt gucken, dass der Ausgang passt. Ich glaube, hier kommt hin. Das sieht auch scheiße aus. Das ist Mist. Dann habe ich ihn lieber hier mittig auf der Foundation und dann können wir hier nämlich mit einem Abstand noch die Wand nachher lang ziehen. Das heißt, wir würden jetzt erstmal hier uns einen Eingang hinzimmern. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Und dann ziehen wir uns hier einmal Wände lang. So. Na, richtig rum bitte. Richtig rum. Danke sehr. Gehen wir bis hier. Und dann ist hier nachher Schicht im Schacht. So, und das zentrale Gebäude wird dann tatsächlich ein bisschen kleiner sein als die anderen. Ich muss mal den Eingang, muss ich noch mal gucken, wie ich die hier. Wieder gedreht, der Scheiß hier. Jedes Mal der gleiche Scheiß. Machen wir hier über Exon Eingang? Ich glaube, ich mache so einen Eckeingang. Ja. Ja, gefällt mir gut. So, und dann müssen wir hier tatsächlich ein ganzes Ende hoch. Das Gebäude würde ich aber ganz gerne von dem da ein bisschen abheben. Das heißt, ich würde hier andere Wände nehmen. Aber trotzdem will ich es offen halten. Es gibt mir einfach zu wenig Glasscheiben, ne? Finde ich immer wieder unschön. Wir setzen mal die hier drauf. Na, nein, 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 so nicht. So. Ja, ich glaube, das ist okay. Damit kann ich ganz gut arbeiten. Zack. Und dann einmal rundherum. Und dann setze ich nochmal glatt so einen oben drauf. Und dann kommt wieder eine normale Wand. Na. Ist der falsch rum? Ja, natürlich ist der falsch rum. Was auch sonst. So, dann das Ganze nochmal. Denn ich glaube, mehr müssen wir für den Fabrikator hier zumindest gar nicht bauen. Der Rest müsste eigentlich so ankommen. Dann haben wir ein schönes kleines Fabrikgebäude, das eigentlich alles ganz cool regelt. So, jetzt die nochmal hinterher. Ich sehe es schon kommen, die Eisenplatten reichen nicht und der Beton reicht auch wieder nicht. Aber das ist egal, wir nähern uns ohnehin dem Ende. Von daher alles cool. Ich hoffe, ich habe die Zeit halbwegs richtig zusammengeschnitten, zusammengezählt. Und vor allem hoffe ich noch viel mehr. Ich habe mich hier nicht vertan. Aber darüber? Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Das ist also schon mal richtig. Der Müller ist nicht ganz doof. Wer hätte das gedacht? Wie wir das nachher hier mit dem Zustrom regeln? Dann müssen wir nochmal gucken.
Ich muss sowieso erstmal schauen, wie ich über die drei Stockwerke die ganzen Rotoren zusammenführe. Dass das nicht ganz kacke aussieht. So. Nee. Wo willst du denn hin? Voll. Hey. Warum fehlt hier eine Wand? Das soll so nicht. Na, reicht's noch fürs Dach? Ja, das passt. So. Alles easy peasy. Sehr schön. Jeder eine Manufaktor, der das Ganze nachher dahin zimmert. Ist mir hier eigentlich zu nah dran. Ich will den einen weiter weg haben. Und ich überlege tatsächlich, ob ich ihn doch mittig haben möchte. Das wäre dann so. Ja, doch, das gefällt mir. Nee, gefällt mir besser, aber richtig rum wäre schön. So, kommen wir hier rüber. Zack, zack. Das ist zu nah dran. Hier muss er hin. Ja, dann nehmen wir einfach für den Zuschwung da weg, da weg. Hauen da entsprechende Fundamente ran. Wände, nicht Fundamente. Und regeln das Ganze hier mit Liften. Ich glaube, da werden wir so. Ja, super. Passt einwandfrei. So, und da auch den Zulauf. Und dann sitzt das da sauber. Das heißt, hier müssen wir irgendwie zuführen, den ganzen Spaß, den wir da haben. So, und gucken wir nochmal rein, dass du das Richtige produzierst. Motoren, ne, haut 5 Stück raus. Wir brauchen hier, glaube ich, nur 2. Modularer Motor. Ja. Brauchen wir nur 2. Gummi kommt von extern und die intelligente Beschichtung kommt auch von extern. Da müssen wir nur mal gucken, ob wir genug davon produzieren. Natürlich scheiße, wenn wir da nur einen rauskloppen. Und dann doch nochmal ein Gebäude brauchen. Das wäre ein bisschen sehr ärgerlich, aber da laufen wir einmal hier hinten rüber. Das ist ja alles nicht weit weg. Das ist auch so ein bisschen lame, das Gebäude eigentlich, ne? Ach, das war das, was so Kuddelmuddel war. Ja. Ja. Anfangssünden würde ich es einfach mal nennen. So, du machst intelligente Beschichtung. Kriegst keine Eisenplatten. Warum? 0% Effektivität. Der würde sogar 2 herstellen. Von wo kriegst du denn deine Eisenplatten? Und wieso vor allem kriegst du sie nicht? Boah, Wattengefrickel. Von hier. Und du produzierst nicht, oder was? Du kriegst keine Schrauben. Warum kriegst du keine Schrauben? Ihr solltet die produzieren. Aber ihr kriegt keine Eisenstangen. Wieso kriegt ihr keine Eisenstangen? Weil hier nichts angeschlossen ist. Ist ja super gut. Das heißt, der Container hier ist wahrscheinlich voll. Nee, wird alles vorher weggeschreddert. Weil dann Überlauf dran ist. Müller, Müller, Müller. Was, der Container steht falsch rum? Wird ja immer besser. Das wird ja immer besser. Organisation, komm. Eigentlich brauche ich diesen blöden Container hier auch gar nicht, aber gut. Ist wie es ist. Für den Umbau habe ich jetzt keinen Nerv, ehrlicherweise. Okay, da kommen auf jeden Fall Schrank an und die gehen dann durch und die kommen jetzt hoffentlich auch hier an. Ja, na schön, wird das auch wieder produziert, ist ja herrlich. Und hier steht's. Warum steht hier denn bitte... Achso, ihr macht... fleißig Schrauben, so wie es auch sein soll. So, dann haut ihr die hier rüber. Wie viel kommen hier an? Gott, was habe ich denn hier gebaut? Meine Fresse, das ist ja ekelhaft. Hier kriege ich die nicht mal so schnell weggeschäffelt. Ich mache ein bisschen Lack hier. Das geht also gar nicht. Geht immer noch nicht schneller, weil voll. Okay. So, hier kommen zusammen mehr auf jeden Fall. Offensichtlich kommen wir 2 Produktionsstrecken an. Das heißt, wir beschleunigen das hier erstmal. Zack, so. Jetzt kriegt der ordentlich Schrauben. So, dass er dann wie viele raushaut? 5 pro Minute.
und das Ganze in den hier reinhämmert, der braucht 3 pro Minute, kriegt aber nur 2,5. Dum, dum. Was ist hier los? Hier sind schwere Eisenplatten zum Abnehmen. Bist du intelligenter? Nee, du bist nicht intelligent. Das ändern wir jetzt mal. Aber ganz hurtig, das ist ja kein Zustand hier. So. Nochmal intelligenter Splitter. Hatte ich damals alles noch nicht, ne? Also muss man mir nachsehen. So, du machst linker Ausgang, gibst du Eisenplatten raus. Ach komm. Na. Versteckte Eisenplatten und mittlerer Ausgang geht der. Achso. Ja, mal weg. Scheiße. Boah, muss ich auch noch wieder hochscrollen. Und geradeaus geht der Überschuss weg. Bist du? Du bist eine Intelligente. Die muss ich ja doch schon gehabt haben. Rechts über links, rechts, bla, Keks. Wo gehst du denn hin? Was produziere ich hier? Intelligente Beschichtung. Okay. Hä? Das ist ja super dumm, was ich hier mache. Okay. Ich nehme das einfach mal so hin. Dass das hier nicht gerade ist, ist ja noch viel schlimmer, ne? So, gehst du hier? Ach du mal. Ah! Hier wird modularer Rahmen gemacht. Wo kriegst du denn deine vermaledeiten Eisenplatten her? Bla bla bla, bla bla bla. Von hier tatsächlich. Hier. Linker Ausgang, da ist voll, das ist also wurscht. Und Überschuss geht hier weg. Okay. Du belieferst den also mit Eisenplatten. Rotoren ist offensichtlich auch guter Überschuss da. Was ich aber ganz schnell entdecken könnte, wo kommen die eigentlich her? Wo produziere ich denn hier Rotoren? Rödel, 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 rödel. Offensichtlich hier ganz hinten. Auto safe. Wunderbar. So, und wie ist da die Produktionsrate? 0%, das ist ja unglaublich. Hier kommen offensichtlich zu wenig Eisenstangen an. Warum kommen hier zu wenig Eisenstangen an? Die sind recht offensichtlich voll. Voll und auch voll. Aber hier kommt einfach nicht genug. Wer ist denn das für ein Scheiß? Kommt von hier. Sind offensichtlich. Okay, was für ein Kuddelmuddel. Wo kriegst du Eisenstangen her? Hier steht ein völlig sinnloser Splitter drauf, habe ich das Gefühl. Mittlerer Ausgang. Okay. Kriegst aber von nirgendwo. Linker Ausgang Überschuss. Das heißt, geht so oder so alles hier rüber. Okay. Wo kommt das her? Ich habe den Scheiß hier irgendwann mal umgebaut und offensichtlich auch noch schlecht. Das ist ja herrlich. So. Wie viele kommen denn hier an? Gibt es hier einen Eingang? Ja, unter mir wahrscheinlich. Dann gibt es hier jetzt einen Eingang. So. Und wieder zu. Da ist ein Eingang, guck mal. Wie jetzt hier ein Konstruktor? Ne, zwei. Du haust Eisenstangen raus. Das Eis läuft über eine Schmelze. Ja, 30. Ja, das passt eigentlich. Du machst Eisenstangen, du machst Eisenstangen. Das heißt, hier kommt 30 raus. Gut. Einmal weg, bitte. Nee. Die. Okay. Das heißt, irgendwo kommen hier, ja, hier, kommen 30 Stangen an. So, und aus den 30 Stangen wird aber auch, wie ich gerade sehe, werden nur Schrauben draus. So.
Das heißt, wir haben haufenweise Schrauben, aber zu wenig Eisenstangen. Ja. Hier läuft das auch alles sauber, wie mir scheint. Du läufst 100%, du läufst 100%. Hier läuft auch 100%, das ist ersichtlich. Okay, wo kommt denn das jetzt schon wieder her? Das ist schon wieder ein ganz anderer Kuddelmuddel. Du kriegst von zwei Orten, sehe ich gerade. Und das ist hier, nee, das ist ein intelligenter. Linker Ausgang kommt da Überschuss. Ich möchte mal behaupten, es gibt keinen Überschuss. Ganz im Gegenteil, es gibt zu wenig. Denn sonst wird das ja hier hinten ganz anders laufen. Naja, immerhin 78%, das ist ein Anfang. Mit 78, wie viel hast du, was hast du von, du hättest 4er Output. Und du brauchst 2. Okay, ist genug da. Aber aus irgendeinem Grund hängt es hier jetzt noch an den Eisenplatten. Die nicht so wollen, wie ich das will, offensichtlich. Nochmal, Alter, wie kann ich denn sowas hier gebaut haben? Pickel, ey. Also, du kriegst die von Rödel, Rödel, Rödel. Hier. Aber der teilt das auch noch in zwei auf, ne? Nee, der haut hier den Überschuss rüber. Das heißt, der hier wird erstmal voll gemacht, damit er modulare Rahmen produziert. Was er auch ganz gut macht. Aber eigentlich bräuchten wir hier mehr Eisenplatten. 5 gehen raus. 2 werden gebraucht. 2 werden gebraucht. Okay, wenn er auf 100% laufen würde, wäre alles cool. Tut er aber nicht. Doch, tut er. Dann sollte sich das jetzt langsam normalisieren. Okay. Gut, das heißt, wir können hier am Ende aber die Scheißdinger rausholen. Und irgendwie nach da hinten rüberbringen. Die Frage ist, wie machen wir das? Wie muck wie dies, wie muck wie dies. Ich will hier kein Fundament zwischensetzen. Obwohl, würde auch gar nicht. Ich könnte so ein Glasding drauf batschen. Wir gucken mal. Kriegt das Ding hier so eine Wulst? Wir machen das mal immer so. So, das kommt dann weg. Hätten wir gleich so eine Art Vordach hier dran. Na, du sollst das da dran bauen, danke. So, dann ginge das bis hier. Ne. So, bitte. Danke. So. Dann wären wir schon mal hier. Ich habe überlegt, das hier irgendwie hier drunter lang zu ziehen, aber das ist auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. So, dann wären wir hier. Wieso, hä? Wieso ist denn hier die Höhe anders? Wie kann das denn sein? Bin ich hier verrutscht? Hä? Ich meine, ist von der Sache her richtig. Ah! Ja, weil ich von da rüber gegangen bin. Ich bin ein Idiot. So hätte es gemusst. Ja, gut. Das war dumm, 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 dumm. So, was wir den gleich einmal machen könnten. Cool wäre natürlich, wenn das auf der Höhe wäre, ne? Und ich jetzt nicht nochmal so einen hier draufsetzen müsste. Ne, dann gibt es hier so eine Wand. So, aber dann machen wir gleich was anderes, nämlich so. So verschwindet dann nämlich diese hässliche Grenze von den Fundamenten. Brauchen wir ja nachher nur lang ziehen.
Zack, zack, zack. Geht's aber kuschelig hier. Na, so. Kommt der Spaß auch weg. Dann sind wir schon mal hier. Zack, zack, zack. So, dann müssen wir gucken, wie wir hier weitermachen. Wie viel Platz ist denn hier drunter? Definitiv zu wenig. Vielleicht doch irgendwie hier drunter. Ich glaube, da finden wir keinen Weg. In jedem Fall muss das hier irgendwie nochmal umgezogen werden. Und wir müssen mal gucken, wo die Dinge überhaupt ankommen hier. Ha, hier machen wir jetzt mal was ganz anderes. So. Das Ding kommt hier erstmal rein. Damit ich hier nicht wieder tausendmal runterfliege. Also Sachen mal nach und nach lernen, ne? Hab ich alles damals noch nicht gewusst, wie schön das passen kann. So, das müsste hier hinten, müsste die intelligente Beschichtung, ne, noch ein weiter, noch zwei weiter. Ne, hier kommt schon Draht. Okay, hier. Hier müsste intelligente Beschichtung sein. Kann ich eigentlich noch? Ja. Rödel, rödel, rödel. Rothorn und theoretisch schwere Eisenplatten. Was sind das? Ja. Komm, schaffst du, schaffst du, schaffst du. Dankeschön. Okay, hier kommen die Dinger raus. Oder produziere ich die nochmal? Ich brauche die nie wieder. Ich will eigentlich das nutzen, was ich hier habe. Ne, da habe ich genügend vorproduziert. Dann schon, wie viel haust du jetzt raus? Bis 15%. Wie kannst du denn so wenig Eisenplatten kriegen? Was ist denn das hier für ein Minibuch? Ja, totaler Bullshit. Da lang, da lang, da lang. Versteckte Eisenplatten. Und du haust ja. Gut, Chris hat nur den Überschuss, ne? Aber der ist jetzt voll. Das müsste sich so langsam mal voll sammeln hier. Sodass dann mehr ankommt. Dauert halt ficke lang. Habe ich schwere Eisenplatten da hier? Ich hämmer das mal einmal voll hier. Komm. Ja, mal raus den Kram. Dass wir das Band hier einmal voll haben. So. Und bis das da voll wird, das dauert eine Weile. Ja, die 35 behalten. Hat auch nicht überhand. Die Folge ist gleich vorbei und wir bauen heute nicht mehr groß. Wir jagen jetzt erstmal ordentlich was darüber und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Der kriegt jetzt 35, damit kann er eine ganze Menge herstellen, nur 2 pro Minute. Okay, das heißt, wir können uns wieder darum kümmern, wie kriegen wir den Scheiß hier weg. Punkt 1 ist, das muss da nicht mehr an den Splitter ran. Was habe ich mir hier bei Bau gedacht? Meine Güte. So, und durch und dann sind wir hier, glaube ich. Ja, einmal darüber müssen wir. So. Hier kommt der Kram an. Ich würde aber mal behaupten, wir nehmen das hier weg. Führen das hier durch. Ist ja schön. Und dann führen wir das einfach hier lang. Machen hier noch einmal so ein Geschwulst dran. Nehmen das da weg. Und machen das dann einfach so. Zack. Zack. Führen das von unten wieder nach oben. Und das ist echt eine hässliche Geschwulst, ey. Gefällt mir ja gar nicht. Zieh ich das lieber runter. So. Das
Finde ich in jedem Fall besser, bevor das hier so ein dickes Funkel dran hängt. So, dann bist du zu hoch. Oh Gott, da die richtige Höhe erwischen mich da wieder die Pest. So, dann haben wir da das und da das. Ne? Auf Anhieb. Na, leck mich fett. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt, das ist ja. Oder? Ist das auf Anhieb? Kommen wir da hoch? Ja, super gut. Nee, nicht ganz. Schade. Also ein höher. Jetzt zwei Striche, mal so bis zum dritten Strich. So was eben, so ist es jetzt. Und gucken wir nochmal. So passt's. Ja. Okay, das Blöde ist, dass wir jetzt da gerade nicht hochkommen. Also machen wir einmal so. Na. Und hängen wir uns dann mal fix eine Rampe hin. So. Jetzt kommt das von hier nach da. Kann ich das hier einmal wegreißen? Ja. So, dann läuft es nach da. Den da wieder hin. Kriegen wir hier sauber eine Kurve rum? Ja. Kommen wir an dem hier vorbei? Gut. Natürlich nicht. Da haben wir Fettkollision. Gut, ist der Plan also auch für den Arsch. Schön, dass es geklappt hat. Lassen wir bleiben. Alles wieder mehr oder weniger weg. So. Mal weg. Mach mal auf weg und mach mal wieder zu. Trotzdem werden wir das hier behalten. Wir müssen nur gucken, wie wir das hier weiter abführen. Wir könnten das übers Gebäude führen, das wäre auch kein Ding. Wir könnten es da nochmal draufsetzen. Jetzt überlege ich, ob wir von hier hinten noch irgendwas brauchen. Weil dann wird sich vielleicht so ein zweiter Tunnel sogar noch lohnen. Den wir hier mit lang führen. Müssen wir gerade mal gucken. Ne, muss ich gerade nicht gucken. Moment, kann ich ja hier gucken. Modularer Motor. Gummi kommt von woanders. Intelligente Beschichtung, das ist nur die. Motor mal vor Ort, die kommt von hinten und die kommt von hier. Was wir machen könnten. Moment. Wir könnten so machen. Hier könnten wir tatsächlich auch das Ganze ein bisschen luftiger gestalten. So. Dann machen wir einfach hier drauf. Fusionieren wir einfach mal so ein bisschen die Stile, die ich so über die Tage und Jahre entwickelt habe. Muss ja alles irgendwie zusammenpassen, ne? So. Zack. Und dann geht's nach da weg. So. So. Da oben muss ein Fundament drauf. Auch ein Shortcut für. So, wenn ich mich recht erinnere, kann man durch die durchbauen. Genau. Zack. Hier geht es sauber rüber. Und dann bauen wir hier hinten einfach noch so ein Türmchen rein. Und zwar genau parallel. So. Na komm. So, so, so. So. Von da kommt's. Dann geht's hier rüber. Und jetzt habe ich keinen Beton mehr. Ich kotze. Ah, wieder zurück. Meine Güte. Wie lange läuft das jetzt schon? Oh, scheiße. Ich bin schon drüber. Ich bin schon massiv drüber. Hubala. Tut mir leid.
Aber die letzte Folge war, beziehungsweise die letzte Folge ist ein bisschen her. Wir sehen das mal nicht so eng, ne? Aber ich sehe gerade, ich kann eh gleich keine Wände mehr bauen, dann endet die Folge so oder so. Von daher machen wir jetzt noch, bis wir Eisenplatten aufgebraucht haben und dann ist hier Schicht im Schacht. Reicht auch, ist schon wieder um 12. Ups, und ich muss noch schneiden. Ups. Ups, 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 ups. Das ist ja gar nicht mal so gut. So, dann haben wir das. Dann. Ja, muss das Ganze darüber, ne? Wir machen das wieder mit denen hier. Dann muss da auf und da auf. Renn, renn. Und. Druff, druff. Zack. So und so. Geht das? Ja, das geht. Das ist okay. So. Dann. Na komm. Jetzt geht auch noch. Stahl geht auch langsam aus. Okay, wird Zeit, dass das fertig wird hier. Beziehungsweise dass die Folge endet, weil mir geht sämtliches Material aus, das ich habe. Ist ja unschön. Wie habe ich das da unten hingebaut? Ich glaube, mit so, ja. So, setzen wir auch das hier hin. Und ebenfalls hier hin. Dann läuft das hier. Ja, das ist. Bringt ein bisschen Bewegung rein, möchte ich immer mal behaupten. Wieso gucke ich eigentlich immer da auf den Monitor, anstatt hier zu euch? Fragen über Fragen. So langsam tut mir der Arsch weh vom Sitzen, verdammte Scheiße. Ach, naja, Kleinigkeiten. Jetzt führt hier auch noch ein Weg lang. Ich mache mich selber fertig. Wie machen wir das denn? Wie machen wir das denn? So machen wir das. Das wird nicht gerade. Scheiße. Okay. Das heißt, hier machen wir so ein Türmchen hin. Da können wir eine massive Wand bauen. Da ist das egal. Bauen wir einmal so, damit etwas wird. Jetzt kriegen wir das hier nicht dicht. So. Okay, da wird ein Schuh draus. Das wird gut. Das wird gut, ich sag's euch. Das passt schon alles irgendwie. So, hier rüber. Da ist kackegal. Und dann geht das von da nämlich. Das machen wir weg. Zack, zack. So. Das ist jetzt für eine Nummer. Und dann. Komm schon da um die Ecke. Warum willst du das nicht? Echt jetzt, das ist zu eng. Komm schon. Das ist doch scheiße. Das ist doch jetzt Mist. Ja, das passt nicht. Okay, gehen wir halt ein rüber. Ist am Ende auch scheißegal. Ist ja Wurst. So. Ja, so nicht. Du Experte. Andersrum habe ich gesagt. Los jetzt. Oh mein Gott, was für ein Scheiß. Was für ein Scheiß. Das geht ja gar nicht. Immer hier die noch. Richtige Höhe wäre auch schön. Wäre eine Idee gewesen. Aber man kann nicht alles haben. So, so. So, das ist nicht schön, aber besser. In jedem Fall ist das besser. Okay. Kommen hier die Fenster wieder ran. Hier kommt massive Wand hin. Und dann geht das hier einfach weiter. Nee. Hier da
darf das ja gerade kein weitergehen, weil wir kein Platz und so. Hier geht das jetzt weiter. Da kommt die Decke drauf und da kommt sie drunter. Den Scheiß weg. Und dann bis zum Ende rüber. Haben wir gleichzeitig auch ein vorderes Gebäude dran. Dann sind wir schon mal hier und dann brauchen wir nur noch darüber kommen. Das wird. Langsam aber sicher. Will ich das hier wirklich schon anfangen? Kommen wir hier vernünftig durch? Ja, das geht. Das ist nicht schön, aber selten. So, machen wir einmal Wände. Quatsch, Fundamente. Und die führen wir einheitlich dann hier einmal komplett rüber. Ey, warum drehst du dich? Was soll das? Bis nach hier hinten. Und dann sind wir schon so ziemlich da, wo wir hinwollen. So, auch nur. Ja gut, das ist natürlich komisch, ne? Wände. Einmal so eine Durchführung. Zack. Aber gerade noch so viel Eisenplatten für. Na. So. Dann wären wir da. So, und hier sind wir natürlich auf einer schrägen. Wie scheiße und arschig ist das denn? Das ist richtig beschissen. Nee, denn ich kann jetzt hier nicht einfach. Ich kann das mal versuchen. Aber mit Sicherheit ist Kacke. Ja, ist Kacke. Nee, ist nicht Kacke. Ist halb Kacke. Ich könnte hier runterziehen. Das mal weglöschen. Dass wir dann so. Dass wir dann so. Und wie wird das hier sitzen? Arg beschissen. Wie immer. Nee, das ist keine Option. Das ist scheiße. Das ist absoluter Mist. Das will ich so nicht haben. Und ich will hier die zwei eigentlich frei halten. Ich glaube. Ich werde das hier einfach so umziehen. Damit das so den Anschein von ich halte macht. Ja, dass es quasi mit Halt gibt. Ah, ich habe eine Idee. Moment. Fundamente. Wir könnten sowas hier machen. Zack. Zack. Und zack. Es sieht scheiße aus. Na Mensch, wer hätte das gedacht? Wer hätte das erwartet, dass das so hässlich wird? Oh mein Gott. Okay, versuchen wir es anders. Wir haben ja noch mehr von diesen netten Fundamentdingern. Das sind alles diese Halbrunden. Ich will eigentlich die hier. In einem nicht ganz so extremen Maß. Ja, das ist besser. Ich glaube, das nehme ich sogar. Ja, das ist besser. So, dann müssen wir da oben nur noch mal irgendwie reinkommen einmal. Na. Na, 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 na. So ist gut. Genau. Dann kommen wir da immer noch nicht hoch. Scheiße. So, jetzt kommen wir da hoch. Jetzt können wir das von hier ranziehen. So, gehen wir es hier hinten rüber. Gut, ist natürlich zu lang, wer hätte das erwartet. Dann gehen wir einmal bis hier.
Ich bin gar nicht auf der Höhe, auf der ich sein wollte, merke ich gerade. Ah, hier ist die Höhe, auf der ich sein wollte. Zu teuer, das war's mit Stahl. Und das heißt für uns, Schicht im Schacht. Vorbei. Ende. Aus die Maus. Wird auch Zeit. Meine Güte, das hat sich jetzt irgendwie doch mehr gezogen, als ich das eigentlich wollte. Aber wir sind halbwegs da, wo wir hin wollten. Ne, wir haben unsere Beschichtung, die wir jetzt noch hier rüber irgendwie bringen müssen. Ich weiß gar nicht, ist das eine Höhe? Wenn das noch eine Höhe ist, ne, dann das wäre echt der Obershit. Also ich will das so, wie ich es jetzt mache, werde ich es nicht durchziehen. Ich will nur wissen, ob die Höhe stimmt. Das ist ja mega. Das ist ja richtig geil. Das ist ja eine Fundament. Geil. Okay, das ist echt cool. Ne, und das ist es auch nur gerade, weil ich hier dann die Höhe geändert habe. Ne, also das kann ich ja erklären. Die habe ich ja einen höher, damit ich die Wand hier nachher beziehungsweise das Fundament hier sauber verkleiden kann. Das heißt, die Höhe ist von der Sache her komplett identisch. Wie gut ist das denn? Was für ein glücklicher Zufall. Da ist der Müller mal wieder ein Glücksschwein. Super gut. Nehmen wir mit. Oh, ich hänge schon wieder wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Ganz schlimm. Aber ich muss ein bisschen weiter runter, weil sonst passt das mit der Facecam nicht. Okay, ihr Lieben. Das war's soweit. Nächste Folge werden wir uns hier um die Statuen kümmern. Dann haben wir von der Sache her alles fertig, um hier die modularen Motoren zu bauen, die wir dann in unseren Weltraumlift verfüttern können für die vorerst letzte Tier. Ne? Und wenn alles gut läuft, haben wir bis Update 4 tatsächlich alles soweit fertig und können dann direkt mit Aluminium und so weiter beginnen und haben dann noch schnellere Förderbänder. Da bin ich Fan von. Ne? Was ich euch noch zeigen kann, kurz, also bevor das hier wirklich gleich zu Ende ist, ne, das werde ich dann in eurer Abwesenheit wieder mal bei der bauen. Weil wir sonst gar nicht so weit kommen. Mir fällt gerade ein, nächste Folge ist gar nicht Statoren bauen, sondern die nächste Folge wird eine Streaming-Folge sein, denn dann sind wir bei Folge 70 und bei Folge 70 kommt ja immer Steuer Ragnar. Ne, wir gehen wieder auf Festplattenjagd und ihr sagt mir, wo ich hinzurennen habe. Das macht eigentlich jedes Mal ganz gut Spaß. Ne? Wir steuern da meistens so ein bisschen über Discord, beziehungsweise Leute, die regelmäßig bei mir zuschauen und sich immer mal ein bisschen in die Community einbringen bei mir, dürfen mich dann im Discord begleiten. Und das ist eigentlich bis jetzt jedes Mal irre witzig gewesen und lief immer darauf hinaus, dass es mir schlecht ging. Also, freut euch auf die nächste Folge. Jetzt danke ich euch erstmal fürs Zugucken. Ich gebe euch hier das letzte Mal noch was zu gucken. Ja, hier geben wir gestern auch offensichtlich das Material aus. Machen wir nochmal fertig. Ne, hier wird nämlich Plastik und... Ne, vor allem Plastik. Plastik, Gummi und Erz ran transportiert. Ne, das kommt alles hier vom Bahnhof, beziehungsweise hier auch von den Meiern. Und bringt das Ganze ein bisschen ins Fabrikhinterland. Und das Ganze mache ich ein bisschen mehr mit Türmen, weil mir das eigentlich ganz gut gefällt. Aber ich war eigentlich schon beim Tschüss sagen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Folgt mir auf Facebook, folgt mir auf... Keine Ahnung, ist eigentlich auch scheißegal. Diese ganze Social Media kann ich so irre auf den Sack. Ihr glaubt das überhaupt nicht. Ne? Discord. Kommt zu Discord. Mein Discord-Channel, da bin ich gerne. Da kennt man mich. Und da kriege ich regelmäßig die Jucke voll. Also, bis zum nächsten Mal. Reingehauen, euer Ragnar Bertolzer.